Hallo, mein Name ist Janina Fischer. Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Actioncam? Dann zeige ich euch heute die GoPro 9 versus Insta360 1A 1 Inch. Ja, die neue GoPro 9 ist auf jeden Fall im Moment das Flaggschiff von GoPro. Aber genauso kann auch die Insta360 Grad 1 Inch mit der GoPro absolut mithalten und ist sozusagen auch einzigartig auf dem Markt. Hier seht ihr sie mal nebeneinander, die beiden Kameras. Sie sind ungefähr gleich groß, wobei man sagen muss, dass die GoPro diese GoPro-Halterungen unten direkt dran hat und die Insta dieses umständliche Gehäuse braucht. Wenn man bei der Insta einen größeren Akku einsetzt, ist bei dem größeren Akku direkt die Halterung, die auch GoPro-kompatibel ist, direkt dabei und kann auch mit GoPro-Zubehör benutzt werden. Die Insta360 1 Inch kommt mit der großen Leica-Linse, die diesen 1-Inch-Sensor mitbringt. Und ich zeige es euch hier auch nochmal von der anderen Seite. Sie haben beide einen Ladeanschluss. Auf der rechten Seite seht ihr die kleine Klappe von der Insta, an die man auch nur gut drankommt, wenn man das Gehäuse abbaut. Bei der GoPro ist die Ladebuchse, wenn man die Klappe aufmacht, auf der anderen Seite. Jetzt seht ihr sie nochmal von hinten. Dort seht ihr, dass die GoPro ein wesentlich größeres Display hat als die Insta360. Damit ist die GoPro auch leichter zu bedienen. Und die GoPro hat eben auch zwei Displays, eins vorne, eins hinten. Das vorne ist ungefähr genauso groß wie bei der Insta360 1 Inch. Bei der Auflösung sind die beiden ungefähr gleich mit 20 Megapixel bei der GoPro und 19 Megapixel bei der Insta. Ja, dann zeige ich euch mal die GoPro. Hier öffnen wir mal das Batteriefach. Dort seht ihr, dass es geladen werden kann. Unten rechts wird die Mini-SD eingeschoben. Und diese ist auch immer etwas friemelig beim Herausnehmen. Da muss man schon einen guten spitzen Fingernagel haben, um diese Karte herauszubekommen. Das seht ihr. Und beim Einstecken ist es auch so, dass dort daneben ein zweiter Schlitz ist. Jetzt habe ich sie auch erst in den zweiten Schlitz. Genau, da muss man gucken, dass man sie wirklich in den richtigen Schlitz einsteckt. Jetzt nehme ich euch mal den Akku heraus. Dieser ist deutlich kleiner als bei der Insta360 und auch deutlich leistungsstärker. Damit geht dieser Pluspunkt absolut an GoPro. Die Videoauflösung ist 4K mit 60 Frames oder 5K mit 30 Frames, genauso wie bei der Insta. Die Kamera ist bis 10 Meter wasserdicht, hat einen Hypersmooth-Modus, eine integrierte Halterung, wie schon erwähnt, 8x Slow-Mo und kann auch wie beide Kameras für Livestreaming verwendet werden. Außerdem haben beide Kameras eine Sprachsteuerung, eine geplante Aufnahme und HDR sowie Superfoto-Funktionen. Außerdem kann auch die GoPro 9 RAW-Bilder aufzeichnen. Kommen wir nun zu Insta360 1A 1 Inch. 1 Inch deswegen, weil die große Leica-Linse angebracht ist. Man kann die Insta zerlegen in drei Bestandteile: einmal den Akku, den Prozessor und das Objektiv. Und jetzt zeige ich euch nochmal hier auch von hinten, wie die Insta in groß aussieht. Und seht hier, mache ich euch mal auch den Schlitz auf. Das ist jetzt in dem Fall schlecht, wenn das Gehäuse dran ist. Also da solltet ihr eigentlich darauf achten, dass ihr das nur aufmacht, wenn das Gehäuse nicht dran ist. Dort kann man die Insta360 laden. Die Insta360 kommt mit einer Fotoauflösung so wie die GoPro von 5K und kann Slow-Mo bis 120 FPS, wobei da die GoPro vorne liegt mit 200 bzw. 240 FPS, je nachdem, welche Herzzahl für das Flimmern ausgesucht ist. Um die Kamera herauszunehmen, habt ihr jetzt schon gesehen, muss man vorne die Klappe
aufmachen und das Kameraschutzgehäuse abschrauben und diese dann einfach wieder anschrauben. Das ist eigentlich relativ einfach und intuitiv. Auch hier kann mit RAW aufgenommen werden und es gibt eine Videokodierung von 264 und 265. Ich empfehle 264, weil dann die Datenmenge doch noch handelbar ist. Jetzt zeige ich euch, wie man den Akku hier abnimmt und die Insta auseinandersteckt. Man kann diese auch in verschiedenen Richtungen wieder einbauen, einmal nach vorne gerichtet und einmal nach hinten gerichtet. So kann man auch im Selfie-Modus Bilder von sich selbst aufnehmen und sieht sich selbst und kann somit besser den Bildausschnitt festlegen. Zusammengebaut ist sie dann auch wieder relativ fix. Einfach den Akku wieder draufklipsen und fertig. So, dann kommen wir zur Bedienung von der Insta360. Da drückt ihr auch hier oben wieder kurz drauf. Dann schaltet die sich ein. Die Bedienung hier ist jetzt etwas umständlicher, weil der Bildschirm natürlich deutlich kleiner ist. Und hier unten links könnt ihr jetzt auch wieder durch die verschiedenen Menüs wechseln. Wir fangen mal hier oben mit Standard an. Da könnt ihr dann hier rechts seht ihr, es sind noch mehrere Punkte da, also mehrere Unterpunkte. Standard, HDR, Burst, Intervall und Night. Jetzt gehen wir beispielsweise oben in Standard rein. Dann könnt ihr, so jetzt ist er umgesprungen, hier unten rechts auf das Verhältnis von eurem Bildausschnitt Einfluss nehmen. 3 zu 2 oder 16 zu 9. Und hier unten könnt ihr den Timer stellen. Und hier habe ich öfters Probleme, das verschieben zu können. Ja, jetzt geht's. Aber jetzt wieder nicht. Also ihr seht, da sind so ein paar kleine Bugs drinnen, die mit der Zeit dann ein bisschen nerven, weil wenn man das jetzt hier nicht wieder zurückbekommt, dann hat man 15 Sekunden Timer. Ja, jetzt geht es wieder besser. Also das geht mal besser, mal schlechter. Dann, wenn ihr ins Menü reingehen möchtet für diese Aufnahme, müsst ihr von rechts nach links wischen, ganz nach oben gehen und als erstes hier auswählen, ob ihr RAW, JPEG, also JPEG alleine oder JPEG und RAW aufnehmen möchtet. Da empfehle ich euch auch, wenn ihr natürlich nachher wieder nachbearbeitet die Bilder, JPEG und RAW aufzunehmen. Und hier könnt ihr von Ultra-Wide, Wide und Linear wechseln. Das ist jetzt an sich egal, weil ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen, dass wenn man hier trotzdem ein anderes nimmt, hast du nachher die Möglichkeit zu wechseln. Also selbst wenn du Narrow nimmst, kannst du nachher wieder auf Wide zurückwechseln. Hier oben auf dem kleinen Pfeil bestätigen. Und darunter wären jetzt zum Beispiel noch, dass du automatische Belichtungs-, also automatisch die Kamera, die Belichtung, Weißabgleich und so weiter wählen lässt oder manuell das Ganze machst. Also auch da sind die Möglichkeiten ähnlich bei beiden Kameras. Ja, ansonsten kann man hier auch einfach wieder das Bild schießen. Das ist jetzt in dem Fall auch ein 3 Sekunden Timer eingestellt und dann dauert das schon mal kurz. Das ist mir bei der Insta aufgefallen, dass alles einfach etwas länger dauert als bei der GoPro. Wenn ihr hier die Bilder anschauen möchtet, wischt ihr von links nach rechts und auch da könnt ihr löschen oder die anderen Bilder angucken. Dann gehen wir nochmal genau ins HDR. Das ist so, da könnt ihr dann auch wieder, wenn ihr da die Einstellung machen möchtet, hier oben auf die Einstellung gehen, 3, 5, 7, 9 Bilder einstellen. Das sind hier die Möglichkeiten. Da wollte ich euch einfach nochmal kurz zeigen. Oder schauen wir mal nochmal weiter. Burst, dann nimmt er mehrere Bilder hintereinander auf und macht dann sozusagen ein Superbild oder auch die Intervallaufnahme. Auch da könnt ihr wieder wählen, was das Intervall sein soll und auch auswählen, ob JPEG und JPEG RAW. Dann können wir hier unten mal in die Videoeinstellungen gehen. Und hier wird unterschieden zwischen Standard, Timelapse und Timeshift. Das sind auch wieder die gleichen Funktionen. Das eine nimmt Bilder auf und im Abstand sozusagen, im Intervall. Und bei dem anderen wird einfach das Video dann beschleunigt. Genau, da kann man dann auch hier oben einstellen, der zeitliche Abstand sein soll. Ja, dann gibt es
Hier unten noch ein weiteres Star Labs und noch ein Preset, was man da sozusagen reinladen kann. Aber die benutze ich jetzt selber nicht. Jetzt gehen wir in das normale Menü hinein. Da wischt man von oben nach unten. Hier kann man die Helligkeit vom Bildschirm einstellen. Da empfehle ich auch tatsächlich etwas weniger einzustellen, weil die Batterie nicht so gut hält wie bei der GoPro. Hier oben kann man den Bildschirm sperren und entsperrt ihn, indem man wieder hier nach oben schiebt. Dann kann man Kopfhörer anschließen, man kann die Blinklichter hier oben und auf der anderen Seite ausschalten, wenn man es nicht möchte. Man kann auch hier ein Gitter einstellen und automatisch soll er die Richtung, in die man kippt, machen oder eben nicht automatisch. Auch hier gibt es ein Voice Control, das ist eben auf Englisch. Und hier unten findet ihr die Einstellungen. Da können wir auch noch mal kurz durchschauen, was es dort gibt. Auto Power Off, Anti-Flicker, Sprache, Gyro Calibration, das habe ich jetzt noch nicht benutzt. Screen Audio Settings, Voice Control. Hier findet ihr auch wieder die Voice Commands. Wenn ihr auch da wieder nicht genau wisst, was muss man jetzt eigentlich hier der Insta sagen. Da gibt es eben auch die verschiedenen Sachen, dass man Foto, Video aufnimmt und die Kamera abschalten lässt. Dann kann man hier noch verschiedene Wind Noise Reduction anstellen, an oder aus. Ja, und das sind eigentlich so die Haupteinstellungen, die es hier gibt. Zum Ausschalten einfach wieder hier oben gedrückt halten, dann schaltet sie sich aus. So, man drückt hier an der Seite drauf. Dann schaltet sich die GoPro ein. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen durchs Menü durch. Also bei der GoPro ist es so, dass ihr durchs Links- und Rechtswischen im Menü variieren könnt. Und es sind dann drei verschiedene Menüs. Einmal das Zeitraffer-Menü, einmal das Videomenü und einmal das Fotomenü. Wir fangen mal mit dem Fotomenü an. Ihr könnt jetzt hier drauf tippen, um dann noch Feinabstimmungen zu machen. Also in dem Fall habt ihr hier schon verschiedene Vorgaben, wie hier oben Benutzer definiert, Foto, Live-Burst, Serienfoto und Nachtfoto. Beim normalen Foto zum Beispiel, wenn ihr hier jetzt in die Einstellungen reingeht, müsst ihr hier auf dieses kleine Symbol tippen und könnt jetzt hier noch weitere Sachen auswählen. Zum Beispiel Megapixel, 12 oder 8 Megapixel. Jetzt sind wir beim Live-Burst. Jetzt gehen wir nochmal hier oben in das Foto. Da seht ihr schon, habe ich mich einmal vertippt. Also das ist nicht ganz so leicht, dass man da wirklich genau immer alles trifft. Man muss vom Touchscreen immer mal hin und her gehen. Hier könnt ihr jetzt die Qualität einstellen. In dem Fall steht es jetzt unten auf RAW. Was es noch gibt, ist Standard, HDR. Bei der GoPro im Gegensatz zu Insta nimmt es ein HDR-Bild auf, aber ihr habt nachträglich nur dieses eine HDR-Bild. Bei der Insta habt ihr alle drei, wenn ihr drei einstellt, habt ihr auch alle drei Bilder zur Verfügung und ein super Foto. Bei der Einstellung wählt die GoPro automatisch die beste Bildverarbeitung für die Aufnahme aus. Wenn ihr die bestmögliche Qualität haben möchtet und eine Nachbearbeitung am PC macht zum Beispiel, dann empfehle ich RAW, ansonsten JPEG. Genau. Wenn ihr RAW ausgewählt habt, dann könnt ihr kein Objektiv auswählen, weil das ja immer die größtmögliche Auflösung ist. Wenn ihr da auch was verändern möchtet, dann geht ihr auf Standard. Und jetzt ist dieses Feld auch möglich. Dann seht ihr, weit ist da 16 bis 34 mm weites Sichtfeld. Dann habt ihr lineares Sichtfeld. Da werden die ganzen Linien, wie es schon sagt, linear, also gerade. Da seht ihr keine gebogenen Linien mehr. Und bei eng habt ihr eben nochmal einen deutlich größeren Ausschnitt. Dann kann man hier die Aufnahme planen. Das ist halt zum Beispiel gut bei einem Timelapse, was erst später losgeht. Oder wenn ihr einfach eine Aufnahme später machen möchtet, dann könnt ihr das hier einprogrammieren. Ich habe es jetzt in dem Fall noch nicht gebraucht. Hier unten beim Timer könnt ihr einstellen zwischen aus, 3 Sekunden und 10 Sekunden.
Das lassen wir jetzt mal auf 3 Sekunden, finde ich immer ganz praktisch. Dann wackelt auch nichts mehr, auch kein Stativ, wenn sie drauf steht. Ist alles schön still und man kann auslösen. Hier beim Zoom empfehle ich auf 1 zu lassen. Das ist nur ein digitaler Zoom, sprich, das könnt ihr nachträglich immer noch machen, deswegen hier am besten auf 1 lassen. Genau, dann habt ihr hier Serienfoto, Nachtfoto, da gehe ich jetzt nicht auf alle drauf ein. Ihr könnt euch hier unten auch noch mal ein neues programmieren. Gehen wir da mal wieder raus. Und wenn ihr von unten nach oben wischt, seht ihr hier eure letzten aufgenommenen Bilder. Ihr könnt auch, wenn ihr hier reinklickt, hier unten rechts das Bild markieren, wenn es besonders gut ist. Dann könnt ihr es hier markieren und später wieder finden, leichter wieder finden. Links unten löschen und hier oben seht ihr noch eine Übersicht von allen Bildern, die gemacht wurden. Von oben nach unten wischen macht das Menü wieder zu. Jetzt gehen wir mal in die normalen Menüeinstellungen rein. Da wischt ihr von oben nach unten. Hier könnt ihr die Sprachsteuerung ein- und ausschalten. Da werden die Signaltöne ein- und ausgeschaltet. Hier ist Quick Capture ein. Das ist die Funktion, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, dass ihr oben drauf drückt und direkt sie losfilmt und loslegt. Und das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn jetzt irgendwas Spannendes passiert und man eben nicht erst die Kamera einschalten möchte. Hier lässt sich der Bildschirm sperren. Hier lässt sich ein Raster ein- und ausschalten. Genau, da sind die Bildschirmeinstellungen für vorne. Worauf ich noch eingehen möchte, ist hier hinten auf Einstellungen. Dort könnt ihr euch auch mal durchklicken. Signaltöne, Quick Capture, Standardvoreinstellungen, automatisches Ausschalten, LED, Anti-Flimmern, Videokomprimierung, Zeit, Datum. So, solche Dinge findet ihr hier. Worauf ich noch mal eingehen möchte kurz, ist die Sprachsteuerung. Wenn ihr nicht mehr die Befehle kennt, die ihr sagen müsst, könnt ihr hier reingehen, es erstmal an- und ausschalten. Und ganz unten findet ihr hier die Befehle. Und da steht noch mal alles da, was die GoPro eben kann. Und da muss man eben am Anfang ab und zu mal nachschauen, weil man sonst die Befehle genau vergisst. Ja, und das könnt ihr da eben ganz gut nachgucken. Schauen wir noch mal in die Videoeinstellungen rein. Hier ist jetzt wieder das Gleiche. Um in die Einstellung zu kommen, müsst ihr hier unten einmal draufklicken und habt auch da wieder verschiedene Voreinstellungen. Da können wir zum Beispiel auch jetzt hier einmal beispielsweise in Standard reingucken. Hier könnt ihr die Auflösung festlegen und hier unten seht ihr dann schon, also hier oben stellt ihr dann eure Pixel ein, in dem Fall 1080 und seht hier unten die Frames per Second. Und dadurch, dass es jetzt auf 50 Hertz gestellt ist, wegen Flimmern hier für unser Gebiet, kann man jetzt hier maximal 200 einstellen. Und das wird natürlich immer weniger, wenn ihr jetzt hier auf eine 5K-Auflösung zum Beispiel geht, dann gehen eben nur noch 25 oder 24 Frames per Second. Genau, was am Anfang findet man gar nicht, wie komme ich denn jetzt hier aus dem Menü wieder raus, weil es nicht angezeigt wird. Man muss immer so ein bisschen runterwischen und dann hier oben wieder auf Zurück gehen. Auch da könnt ihr jetzt wieder wählen zwischen weit, linear, Horizontalausrichtung und eng. Dann könnt ihr hier oben bei Hypersmooth, gibt es quasi 3 Modis. Das eine ist aus. Dann ist es Hypersmooth. Da seht ihr auch, stabilisiertes Video beschneidet Weitwinkelobjektiv um 10%. Oder eben maximale Videostabilisierung mit straffem Bildausschnitt. Normalerweise lasse ich das auf dem mittleren. Auch hier kann man wieder eine geplante Aufnahme machen, eine Dauer, ja, Timer, Zoom, genau darauf bin ich dann schon eingegangen. Hier unten könnt ihr dann noch weitere Details wie ISO Max, ISO Min und so weiter eingeben. Also ihr könnt da auch wirklich noch ein bisschen drauf Einfluss nehmen. Und auch hier könnt ihr nochmal auf Audio-Ausgabe Einfluss nehmen. Und die Shortcuts belegen, die dann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Also zum Beispiel unten links ist jetzt Objektiv. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann seht ihr hier unten links ist Objektiv. Könnt ihr draufklicken und das hier jetzt direkt am Bildschirm verändern. Da könnt ihr euch eben diese Buttons direkt belegen. Zeitrafferaufnahme, gehen wir auch noch mal kurz rein. Könnt ihr wählen zwischen Time Warp und Zeitraffer. Und der Unterschied ist, dass bei Time Warp
jetzt muss ich kurz überlegen, bei Time Warp wird einfach nur das Video beschleunigt, also das kann man auch wunderbar danach machen. Und bei Zeitraffer könnt ihr auswählen, in welchem Abstand die Bilder gemacht werden. Jetzt bin ich wieder ins Nachtzeitraffer, nochmal hier oben rauf. Na, so, Zeitraffer. Und ihr könnt jetzt hier die Auflösung, ist in dem Fall jetzt maximal 4K. Objektiv ist weit, Formatierung ins Video und hier unten könnt ihr dann das Intervall auswählen. Und das Intervall ist zwischen 0,5 Sekunden und 60 Minuten. Wenn ihr zum Beispiel einfach irgendwo entlang lauft, dann solltet ihr 0,5 Sekunden, also relativ klein, wählen. Ja, ansonsten könnt ihr hier oben dann einfach die Aufnahmen starten und stoppen. Und hier an der Seite ist dann wieder der normale Button zum Ausschalten. Den kurz gedrückt halten. Kamera schaltet sich aus. Falls ihr die Kameras einmal crashen würdet und die Linse beschädigen, ist das bei beiden Kameras kein Problem. Ihr könnt sie einfach abschrauben und euch einen Ersatzteil besorgen und das Gehäuse wieder draufschrauben. Außerdem kann die Kamera noch das hier und das hier. Das ist natürlich genial, drei Kameras in einer zu haben, beziehungsweise möchte ich mich da etwas korrigieren. Eigentlich sind es nur zwei Kameras in einer, das ist die 360-Grad-Kamera und der 1-Zoll-Sensor, denn das 4K-Objektiv ist nicht so gut und ich werde es hier in diesem Video auch deshalb gar nicht so sehr erwähnen. Zur Wasserfestigkeit. Die GoPro bekommt auch dort den Punkt, da sie aus einem Gehäuse ist, Gummierung hat, alles super dicht abschließt und man keine Angst haben muss, dass dort Wasser eindringt. Mit der Insta habe ich da eine andere Erfahrung gemacht. Man muss wirklich aufpassen, dass alles dicht verschlossen ist und man das Objektiv nicht wechselt, da sonst Wasser eindringen kann. Die ISO-Werte reichen bei beiden Kameras von 100 bis 3200. Jetzt zeige ich euch nochmal ein Vergleichsvideo. Ihr seht auf der linken Seite die Insta360 One A und auf der rechten Seite die GoPro. Man sieht, dass die Farben bei der GoPro an sich erstmal besser sind, aber auch die Insta unter Wasser überzeugen kann, da diese meistens unter Wasser etwas heller erscheint als die GoPro. Hier habe ich es jetzt für euch unter Wasser getestet, aber auch über Wasser und auch wie der Übergang dann ist. Beim Übergang habe ich festgestellt, dass die GoPro etwas Probleme hatte, die Sonne nachzustellen und blieb teilweise im Himmel doch etwas ausgebrannt. Außerdem kann man sagen, dass die Insta bei Lowlight die Nase etwas vorne hat, da die Dynamic Range deutlich höher ist als bei der GoPro. Wenn ihr aber in der Nacht oder zu sehr später Abendstunde nicht sehr viel unterwegs seid und nicht filmt und fotografiert, dann spielt es für euch keine Rolle. Die Slow-Mo-Funktion bei der GoPro ist außerdem etwas besser als bei der Insta. Hier zeige ich euch jetzt nochmal einen Fotovergleich mit der normalen Auflösung und reingezoomt. Hier seht ihr beim JPEG einen klaren Unterschied, aber beim RAW, wie hier, seht ihr, dass die GoPro die Nase etwas vorne hat. Jetzt zeige ich euch noch ein kleines Zeitraffer eines meiner letzten Shootings am See. Das ist mit der GoPro 9 aufgenommen und hier seht ihr nochmal ein GoPro-Foto. Ja, kommen wir nun zur Nachbearbeitung. Das ist ja auch immer ein Thema. Das möchte ich hier allerdings nur ganz kurz einmal anreißen. Und wir starten einfach mit der Insta360. Beide Apps sind sehr intuitiv anzuwenden und ihr seht, dass die Insta360 sehr coole, einfache Funktionen für die Bearbeitung der 360-Grad-Videos bietet. Wobei ich sagen muss, den Export der Videos, das dauert bei Insta wirklich ewig und das war auch ein Grund, warum ich mich für die GoPro zunächst entschieden habe und die GoPro 9 behalten werde. Eventuell werde ich noch die Insta360 behalten, da diese besser ist als die GoPro Max, aber
es dauert wirklich etwas länger bei der Nachbearbeitung. Auch bei der Insta One Inch dauert die Nachbearbeitung etwas länger. Und deswegen tendiere ich eher zur GoPro. Hier zeige ich euch jetzt nochmal beispielsweise ein Video. Das wird wirklich bei Insta sehr gut erklärt, Schritt für Schritt, was ihr machen müsst, um dann ein schönes Video zu erzeugen. Bei der GoPro ist es auch sehr einfach und intuitiv. Da müsst ihr nur aufpassen, es gibt zwei Apps und ich habe am Anfang immer die falsche genommen. Also ihr müsst die Quick nehmen, so wie die jetzt hier ausschaut. Und dort oben rechts verbindet ihr euch dann mit der Kamera. Hier hat das jetzt etwas länger gedauert, weil die Kamera noch nicht eingeschaltet war, aber in echt dauert das bei beiden ziemlich genau gleich lang. Wenn ihr dann verbunden seid, könnt ihr auf eure Mediathek zugreifen oder auch das Handy als Auslöser benutzen. Auch bei Insta könnt ihr das Handy als Auslöser benutzen. Das ist bei beiden möglich. Ja, so habt ihr vielleicht jetzt schon einen kleinen Einblick in den Vergleich bekommen können. Was ich noch erwähnen möchte, die Akkulaufzeit. Also ich habe beide Kameras dabei gehabt am See und beide getestet und die Kapazitäten habe ich euch ja eingeblendet und man denkt dann, naja, gut, die Insta ist da etwas schlechter als die GoPro, aber geht schon. Aber in Real Life hat sich herausgestellt, dass die GoPro deutlich die Nase vorne hat. Teilweise war es so, dass die GoPro noch 90% hatte und da war ich hier schon fast auf Reserve sozusagen. Und obwohl die GoPro auch das Display länger anhat, die Insta schaltet das Display immer sehr schnell aus, kann ich bei der GoPro noch viel länger überprüfen, ob mein Bild, meine Kameraführung passt. Und deshalb dachte ich eigentlich, dass die GoPro deutlich schneller leer laufen müsste, weil auch der Bildschirm viel länger an war. Aber es war genau das Gegenteil. Die Insta hat wirklich einen deutlich schlechteren Akku. Ich empfehle hier, den größeren Akku zu kaufen. Den verlinke ich euch unten mal. Und ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, wofür ihr euch entschieden habt und ob euch noch Informationen fehlen. Könnt ihr mich gerne fragen. Ich suche sie für euch raus. Vielleicht weiß ich sie auch. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht die anderen Videos einmal anguckt. Bis bald, eure Janina.